Willkommen zum zweiten Videoblog des Onomato Verlags. Es geht wieder darum, ein Verlagsgespräch anzukündigen am 20. Juni, 20 Uhr, hier im Onomato, in den Räumen des Verlags und des Onomato Künstlervereins. Ein Donnerstag ist das, 20 Uhr. Und Anlass und Thema wird uns eine Neuveröffentlichung geben, dieses Hörbuch mit dem Titel Nietzsche verstehen. Zugegebenermaßen ein etwas vollmundiger Titel, um nicht zu sagen ein anmaßender Titel. Aber es geht natürlich nicht hier darum, das ist auch schlechterdings bei Nietzsche kaum möglich, das nietzschische Denken als eine Lehre, als ein geschlossenes Gedankengebäude zu vermitteln, sondern es geht darum, diese besondere Charakteristik, ja, den Geschmack des Denkens nachzuvollziehen bei Nietzsche. In der Sache selbst kann das dann durchaus oder in den einzelnen Aussagen durchaus widersprüchlich sein oder vielmehr Widerspruch hat Methode oder zumindest Multiperspektivität. Für eine Sache sich 1000 Augen einsetzen, das ist so ein Hinweis von Nietzsche, und Sie finden auch tatsächlich bei aufmerksamer Lektüre zu beinahe jeder Aussage auch eine konträre Darstellung, zumindest eine Nuancierung oder eine Variation. Etwa die Sentenz, ach übrigens, das will ich erwähnen, Karl Jaspers hat das in Bezug auf die Fragen zum Christentum in diesem kleinen Band, der auch bei uns erschienen ist, sehr konzentriert dargestellt. Und wenn Sie etwa diese Aussage oder diese Formel, nichts ist wahr, alles ist erlaubt, diese Formel, die ja beinahe eine völlige Bindungslosigkeit bis hin zum Verbrechertum bezeichnen könnte, eine Formel, die sehr häufig auftaucht, kontrastieren mit dieser Aussage: Was ist mehr Gutherzigkeit, Feinheit und Genie, wenn der Mensch dieser Tugenden schlaffe Gefühle im Glauben und Urteilen bei sich duldet? Wenn das Verlangen nach Gewissheit ihm nicht als die innerste Begierde und tiefste Not gilt. Inmitten der ganzen wundervollen Ungewissheit und Vieldeutigkeit des Lebens stehen und nicht fragen, nicht zittern vor Begierde und Lust des Fragens, das ist es, was ich als verächtlich empfinde. Die Leidenschaft für das trotz aller Rücksichten Wahre ist die höchste und darum seltenste bisher. Dann finden Sie also hier beispielsweise so eine Widersprüchlichkeit, die sehr oft auftaucht bei Nietzsche, dargestellt. Und wie auch Karl Jaspers immer wieder betont, geht es wohl nun darum, jenseits dieser Widersprüche eine Substanz oder einen Geschmack des Denkens aufzuspüren. Denn in dieser kurzen Sentenz, die Leidenschaft für das trotz aller Rücksichten, bedeutet dann also die Multiperspektivität, das Aufgeben einer konsistenten Wahrheit, aber doch wieder so etwas wie einen Horizont zu schaffen. Darum geht es eigentlich im Wesentlichen bei Nietzsche. Diesem gilt seine Leidenschaft, bei der dann durchaus auch wieder der Nazarener am Ende eine bedeutende Rolle spielt, sozusagen Homoousius mit Dionysos. Ja, das will ich in den nächsten zwei weiteren Blogs darstellen, auch mit Sentenzen aus der fröhlichen Wissenschaft, wo innerhalb eines Textes der Widerspruch sich langsam herausbildet. Also schalten Sie wieder ein zum nächsten Blog oder kommen Sie gerne am Donnerstag, 20. Juni, zu unserem Gespräch im Onomato. Vielen Dank. Tschüss.